Willkommen in der Antike. Willkommen bei Titan Quest. In der letzten Folge haben wir uns das Intro angeschaut und ein bisschen was über das Spiel geredet. Und in der Folge wollen wir jetzt doch endlich mal anfangen, richtig zu spielen. Und da haben wir schon die nächste Hilfsfenster, dass man mit den Leuten reden kann. Das Zeichen, was hier heißt, sind anscheinend allgemeine Informationen und Hauptaufgabencharaktere haben so ein Ausrufezeichen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Na, reden wir doch einfach mal mit Kyritus, dem Bootsarbeiter. Du da, Soldat, wenn du gekommen bist, um nach Ruhe und Frieden zu suchen, dann wirst du sie hier in Helos nicht finden. Unser Dorf wird von Satyren und anderen wilden Bestien belagert. Die Hilfe deines Kampfarms wäre also sehr willkommen. Unsere Bauern kommen nicht auf ihre Felder und unsere Vorräte gehen zur Neige. Bitte folge der Straße zum Dorf und hilf, wo du kannst. Das werden wir doch auf jeden Fall mal machen. Kann man den nochmal anklicken? Unsere Männer verteidigen alle Tore. Bauern und Schäfer sind auf der Suche nach Schutz von weit her gekommen. Gut, dann gehen wir doch mal weiter und da unten ist schon der nächste NPC, der gleich eine Aufgabe hat. Dich müssen die Götter geschickt haben. Bitte, hier im Feld. Die werden mein Pferd umbringen. So, wir haben eine Aufgabenliste. In der Aufgabenliste finden Sie Ihre Aufgabenziele und andere Informationen. Ist in Ordnung, schauen wir uns doch gerade mal die Aufgabenliste an. Das ist das hier. Das wird anscheinend nach Gebieten aufgeteilt und nach Akt 1 und so weiter. Retten Sie Timaeus. Timaeus Pferd. Gut, das wollen wir doch gleich mal machen. Was ja richtig, ich habe ja schon ge erzählt gehabt, dass es, dass dieses Spiel eine ziemlich gute Physik-Engine hat, eines der ersten, wo in so einem Spiel verwendet worden ist. Und das kann sich heute auch noch sehen lassen. Sieht man zum Beispiel an diesen schönen Weizen, wenn ich hier mal durchrenne, dann sieht man mal richtig, wie hier das Weizen da sich mit bewegt. Und ich muss sagen, es sieht ziemlich cool aus. Du hast mein Pferd gerettet. Vielen Dank. Aber ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat. An dieser Straße liegt mein Dorf, Helos. Es stehen Monster vor den Toren, auf den Feldern. Sie sind überall. Satyren! Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas einmal sehen würde. Dann wollen wir mal weiter zum Dorf. Wir haben natürlich auch was gekriegt. Einmal diesen lederüberzogenen Harnisch. Wurde auch gleich angezogen. Und ein Messer aus Kupfer, das allerdings haargenau dasselbe ist, das wir eh schon als Standardwaffe tragen. Gut, dann folgen wir mal der Straße. Ah, oh, und da kämpfen sie schon. Da mache ich doch gleich mal mit. Und hier haben wir auch schon den ersten Brunnen der Wiedergeburt. Von dem habe ich ja auch schon gesprochen. Bisher habe ich auch schon gespielt gehabt. Das muss ich ehrlich gesagt zugeben. Hier kann man ein gespeichertes Spiel laden. Beim gespeicherten Spiel laden oder wenn man stirbt, dann setzt man sich immer dort fort, wo der letzte Brunnen, wo man beim letzten Brunnen gewesen ist oder den man gerade ausgewählt hat. Okay, sehr schön. Dann reden wir mal mit dem Wachhauptmann. Hallo, ich bin Aeson, der Wachhauptmann dieses kleinen Dorfes. Wir halten durch, aber wofür? Wenn die Monster unsere Bauernhöfe vernichten, dann sind wir genauso am Ende. Es liegt an diesem verfluchten Schamanen. Diomedes rauft sich deswegen die Haare. Also es gibt auf jeden Fall einen Schamanen und der macht wohl die ganzen Probleme.
Das Wasser in diesen Brunnen ist von den Göttern gesegnet. Man sagt, wenn man das Wasser berührt, dann trinkt die Seele davon. Sollte dich im Kampf das dunkle Schicksal ereilen, dann kehrt dein Körper zu diesem Brunnen zurück und du lebst wieder, um erneut zu kämpfen. Das haben sie doch relativ schön gemacht, finde ich. Ziemlich gut in die Geschichte eingebunden. Da haben wir die nächste Quest. Da haben wir auch den Diomedes, von dem der eine gerade eben geredet hat. Reden wir mal mit ihm. Hallo, Fremder. Ich bin Diomedes, der Anführer dieses kleinen Dorfes. Stimmt es, dass du dir den Weg hierher erkämpft hast? Wenn das wahr ist, dann bitte ich dich, uns zu helfen. Monster, die von einem mächtigen Satyr-Schamanen angeführt werden, tauchten vor wenigen Tagen hier auf und haben uns von unseren Bauernhöfen vertrieben. Wir können die Dorftore kaum verteidigen und haben niemanden, der sie davon abhalten kann, unsere Ernte zu zerstören. Unser Ackerland liegt auf der anderen Flussseite, gleich hinter der Brücke. Der Schamane wurde zuletzt hinter den Höfen gesehen, am Rand des Heloswaldes. Bitte befreie uns von diesem schrecklichen Zauberer. Wir werden dir so viel geben, wie wir können. Eine neue Hauptaufgabe. Was haben wir da hinten noch? Noch weitere Informationen? O Muse, inspiriere mich, damit ich vom mächtigsten Helden überhaupt sprechen kann. Dem Sohn von Zeus, einem Gott und einer sterblichen Frau. Vom Mann namens Herakles. Gehasst von der Göttin Hera und geliebt von Zeus, bekämpfte der starke Herakles die Monster. Er erschlug den nemeischen Löwen und Hydra, die Vielköpfige, das erymantische Wildschwein und donnernde Riesen. 12 Aufgaben musste er erledigen. Herakles wuchs über das Reich der Sterblichen hinaus. Einmal, so wird erzählt, nahm er den Platz von Atlas ein, der die Welt trägt. Herakles, ja, Herakles, trug die Welt selbst auf seinen Schultern. Und jetzt, wo gibt es jetzt noch einen Helden, nur halb so groß wie ihn? Naja, am Ende des Spiels hoffen wir doch mal, dass wir ihn übertrumpfen werden. Wer sich in der griechischen Mythologie nicht so gut auskennt, Herakles ist der Originalname von Herkules. Herkules ist der römische Name, also den die Römer ihnen gegeben haben, aber Herakles war eigentlich der Originalname. Von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass sie das mit dem Originalnamen benannt haben ihn. Das ist mal nicht schlecht. Da geht's zur Brücke, glaube ich. Da haben wir noch einen Händler. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. Kann man Waffen und Ausrüstung verkaufen und kaufen. Waffenschmiede verkaufen allgemeine Rüstungen und Waffen. Arkanisten verkaufen Gegenstände für Magie. Händler verkaufen beides. Ah ja, sehr schön. Oh, das gibt's da alles. Da haben wir ganz normale Waffen. Fernkampfwaffen. Rüstungen. Ja, und zurückkaufen. Ich denke, den hier können wir mal verkaufen. Gibt zwar nicht viel Geld, aber immer ein bisschen was. Das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Was kostet das dann? Stärke erforderlich. Das können wir anscheinend noch gar nicht benutzen, wenn ich es richtig lesen kann. Naja, lassen wir erstmal. Darf ich dich bald wieder begrüßen? Ich denke schon. Da haben wir einen Karawanentreiber. Mit dem reden wir auch gleich mal. Ich kann deine Ladung leichter machen. Ah, hier können wir zusätzlichen Besitz lagern. Sehr schön. Ah, und da kann man sogar einen anderen Charaktere geben. Möge Hera dich behüten! Da haben wir noch jemanden, der mit uns reden will.
Monster, überall im Dorf. Sie verbrennen oder töten alles, was ihnen im Weg ist. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das Chaos und die Zerstörung, das ist einfach alles zu viel für mich. Da haben wir ein Portal. Ah, sehr schön, da können wir von den Portalen hin und her reisen. Ah, das ist das Symbol hier, ich verstehe. Ja, das ist sehr schön. Diese Schreine sind sehr alt. So alt wie die Menschheit, sagen manche. Sie behaupten, dass Prometheus, der uns das Feuer brachte, sie ebenfalls errichtet hat. Und in den alten Zeiten sind die Menschen durch sie gereist. Das ist sehr schön, ein Portal. Und da geht's nicht weiter. Sei gegrüßt, Reisender. Wir brauchen deine Hilfe. Die Bauernhöfe sind auf der anderen Dorfseite, hinter der Brücke. Ich schätze mal, da kommen wir erst später raus, wenn wir den Leuten geholfen haben. Ja, und das Dorf ist jetzt auch relativ gut erkundet. Dann wollen wir doch einfach mal über die Brücke gehen und mal schauen, was wir so alles ausrichten können. Ackerland von Helos. Ah, und da stehen ja schon die ersten Satyren. Komm mal ran. Nehmen wir doch alles mal mit, auch das wertlose Zeug, weil im Moment können wir noch jedes bisschen Geld gebrauchen. Gut, wo geht's denn hier weiter? Laufen wir einfach mal hier weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau hin müssen, aber wahrscheinlich schadet es auf jeden Fall mal überhaupt nicht, hier mal lang zu gehen. Es gibt ja wirklich einen Haufen Satyren. Was mich jetzt interessieren würde, ist, heilt man eigentlich von alleine? Ah ja, Tatsache. Man heilt von allein. Sehr schön. Ah, hier haben wir noch jemanden rumstehen. Zur Erntezeit geht das ganze Dorf auf die Felder. Das Getreide muss eingesammelt und ordentlich verstaut werden. Wir bringen Demeter, der Göttin des Ackerbaus, ein Opfer. Und kein Wort des Dankes, dass ich diesen Acker von den Satyren befreit habe. Naja gut, was soll's. Oh, da liegt auch noch was. Habe ich ganz übersehen. Kommt auch mal mit. Da steht der Nächste. Und jetzt sind wir wieder genau am Anfang. Okay, das war eine kleine Rundreise. Dann gehen wir mal... Ah, Askren. Ja, ja, die machen aber auch ganz schön Schaden. Oh. Okay, das lief gerade nicht so gut. Das Wildschwein war doch ein wenig zu viel des Guten. Wobei, ja... Wir haben auch gar keine Tränke, um was zu machen.
hier mal kurz beim Händler vorbei und dann... Meine Klingen sind sehr hilfreich, wenn man in der Klemme steckt. Fackeln, was machen Fackeln denn? Geschwindigkeit langsam, 3-9 Schaden. Braucht man nicht. Bogen brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Wobei, vielleicht als ein Zweitwaffe. Könnte ich mal ausprobieren. Ja, die Stärke hier geht nicht. Mal weg. Was haben wir hier? 7 bis 14. Macht auf jeden Fall mehr Schaden als das Ding hier. Und ein Speer. Macht aber auch langsame... Macht langsame, wie heißt's? Langsamer Angriff. Das ist nicht so das, was ich eigentlich gerne hätte. Probier es jetzt einfach mal mit dem Bogen. Auf Wiedersehen, als, mein Freund. Als Zweitwaffe mal aus, wie das so passt, wie das so ist. Und dann machen wir uns doch gleich wieder auf zum Grab. So, wo ist dieser... Ja doch, man merkt schon einen Unterschied, wenn man, wenn sie noch nicht da sind und man schießt schon auf sie, um Schaden zu machen. Das merkt man schon. Das heißt, der Bogen als Zweitwaffe jetzt zu benutzen, ist gar nicht mal so verkehrt. Bisher kann ich jetzt auch weg... Oh, da ist noch einer. Wo kam denn der her? Den hätte ich ja vorhin erledigt. Und deshalb habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Gut, dann wollen wir mal weitergehen. Ah, da kommen sie schon. Die Wälder von Helos. Oh, ich sollte vielleicht auch ab und zu mal schauen, was da so rumliegt. Oh, klasse. Ah, da schießt jemand. Schieß mal doch gerade mal zurück. Eine Stufe ansteigen. Sie sind eine Stufe außen angestiegen. Jedes Mal, wenn Ihr Charakter eine Stufe aufsteigt, erhält er Fertigkeit und Attributspunkte. Ah ja, jetzt können wir Gesundheit, Energie, Stärke und so weiter geben. Da werden wir mal auf Stärke gehen. Und wir können uns unsere Fertigkeitsmeisterschaft aussuchen. Das heißt, jetzt können wir uns endlich raussuchen, was wir nehmen. Hier haben wir die einzelnen Fertigkeiten, wie zum Beispiel Sturm. Das ist Blitz- und Kälteschäden, eine Art Magier. Erde ist, glaube ich, Feuermagie. Kriegsführung, das werde ich auch nehmen. Das ist, ja, Nahkampf halt mit zwei Waffen und so weiter. Das finde ich ziemlich genial. Und so gibt es ja die einzelnen Fähigkeiten. Und dann nehmen wir die Kriegsführung. Sprich, wir werden ein Krieger werden. So, sehr schön. Jetzt muss ich mal kurz hier lesen. Beziehungsweise, das mache ich später einmal. Wir haben ja 3 unbenutzte Fähigkeitspunkte. Ich dann hier... So, die erste Stufe haben wir von Kriegskunstmeisterschaft. Schwieriges Wort.
Jetzt können wir schon die nächsten, hier kann man es einmal höher machen. Ich verstehe, hier kriegen wir das Ding, um es höher zu machen. Da kriegen wir mehr Stärke, Geschicklichkeit und Leben und so weiter. Und hier kriegen wir dann die einzelnen Fähigkeiten. Wie hier Waffentraining. Das sieht doch, ja, Übung mit Schwert, Axt, Keule, möglichst schnelleren Angriff. Das ist nie verkehrt. 10% Angriff. 5% Angriffsgeschwindigkeit. Kampfwut. Bei jedem Treffer des Feindes besteht die Chance, dass ihr Charakter in Rage versetzt wird. Bonusschaden. Mhm. Und da haben wir noch Ansturm. Standardangriff erhöht den Ansturm. Da werden wir doch mal Waffentraining, denke ich, machen. Das ist, glaube ich, für den Anfang gar nicht mal so verkehrt. Gehen wir mal 2 Punkte drauf. Gut. So, das heißt, wir sind schon um einiges besser jetzt geworden. Und ich sehe schon, von der Zeit her ist es auch Zeit, die erste Aufnahme hier wieder zu beenden. Dann sieht man uns sich bei der nächsten Aufnahme, wo es dann weitergeht, wo wir weiter auf der Suche nach den Seha sind und ihn dann erledigen, damit dieses Dorf ein bisschen Ruhe hat. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann, ciao!